Neuer Monat, neue Rossmann-Neuheiten. Ich war wieder für euch shoppen, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und ich habe hier schon den ein oder anderen Flop für euch. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video so ein bisschen kitzeln kann. Ich war bei Rossmann und habe wirklich ein paar spannende Produkte gefunden. Einige ziehen erst in den nächsten Tagen ein, deswegen habe ich sie hier noch nicht, aber wir werden wahrscheinlich zur Mitte des Monats nochmal ein kleines Update machen. Ich habe im Moment so ein bisschen das leise Gefühl, dass der Fokus der Produkte ein ganz anderer wird, sei es bei Make-up-Brands oder bei Skincare-Brands. Da reden wir gleich drüber, aber wir verlieren gar keine Zeit und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit dem Video. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft mir natürlich, um eins schätzen zu können, ob sich das noch lohnt, diese Drogerie-Update zu machen. Und für euch ist es nur ein kleiner Klick. Wir starten mit dem ersten Produkt und das ist ein Lichtschutzfaktor von Lavera. Ich bin ja im Moment so ein bisschen auf meiner Findungsphase an neuen Marken, die ich früher vielleicht so ein bisschen links liegen gelassen habe und habe von Lavera ein Anti-UV-Fluid gefunden. Das ist ein sofortiger mineralischer Sonnenschutz. Also, er hat einen Lichtschutzfaktor von 30, es ist Naturkosmetik, es riecht auch nach diesem klassischen Naturkosmetik-Duft. Ich mag den ganz gerne, Tatsache. Aber ich habe ein kleines Problem mit mineralischen Lichtschutzfaktoren generell. Manche Marken kriegen es ganz gut hin, einige wiederum nicht. Die weißeln sehr stark. Mineralische Sonnenschutze sind fast ausschließlich auf Zinkoxidbasis und Zinkoxid ist einfach weiß. Es ist wie Zinksalbe. Es lässt sich schwer einblenden und es hinterlässt oft weiße Ränder. Ich habe euch das mal hier eingeblendet. Man sieht diese weißen Ränder am Anfang etwas stärker. Es geht dann im Laufe der Minuten so ein bisschen zurück. Bei mir ist einfach das Problem meine Behaarung im Gesicht. Ich habe einen Bart, die Zinkoxide setzen sich an dem Bart, stoppeln ab und dann sieht das da immer so ein bisschen gräulich, bläulich aus. Ich glaube, hier in dem Bereich kann man es dann auch noch ganz gut sehen. Ansonsten fühlte er sich aber auf dem ersten Eindruck sehr gut an. Es hinterließ so ein leichtes, glowiges Gefühl und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, kann ich Make-up drüber tragen. Das funktioniert nicht mit jedem Sonnenschutz. Gerade wenn ihr viel Skincare drunter habt und dann einen mineralischen Sonnenschutz und dann euer Make-up rübergibt, kann es passieren, dass sich das einfach in diese Würstchen bildet. Das ist mir hier nicht passiert. Wenn ihr also einen Hauttypen habt, der recht hell ist und ihr gerne mineralischen Sonnenschutz benutzt, ist der gut. Alternativ als mineralischen Sonnenschutz habe ich den jetzt hier beispielsweise von Lipoda gerade stehen. Der hat so einen leichten Tint mit drin. Ne? Der geht so ein bisschen in die beigige Richtung. Funktioniert bei mir sehr, sehr gut, ist aber sehr, 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 sehr glowy. Hat auch Lichtschutzfaktor 50. Nur damit ihr es mal gehört habt, er weißelt ein Stück, je nachdem, ob ihr damit ein Problem habt oder nicht. Einfach für euch natürlich die Entscheidung. Ein Produkt, was mir noch so ein bisschen schwer gefallen ist, es zu benutzen, ist das hier. Ich bin ja ein großer Dr. Beckmann-Freund. Nach der Teppanreinigungsbürste ist das ein Produkt, was ganz spannend war. WC-Reinigungsblätter. 20 Stück sind hier mit drin. Es riecht nach Ocean Breeze, wonach immer auch Ocean Breeze riechen soll. Also wenn ich am Meer bin, dann riecht es meistens nach Alge oder nach Fisch. Gut. Also, du legst sie rein und sie sind zu 100% wasserlöslich. Du musst aber mitarbeiten. Also, es ist jetzt nicht so wie so eine Klotab, den du reinmachst, der dann aufsprudelt, sondern du musst dann mit der Bürste mitarbeiten. Dann schäumt es auch ganz leicht auf und hat ganz gut wirklich funktioniert. Was ich hier ganz gut finde, ist, dass es eine komplett recycelbare Verpackung ist. Die einzelnen Blätter sind nicht noch einmal in Plastik verpackt und für so mal zwischendrin ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dr. Beckmann ist natürlich ein bisschen teurer, aber was mir bei der Marke immer sehr gut gefällt, ist, dass es nicht so, es riecht nicht so chemisch, so dass du so einen beißenden Geruch hast. Mein Vergleich ist immer das Pink Stuff von Action beispielsweise. Das riecht wirklich wie die Chemiefabrik in Brandenburg. Gut, hat mir gut gefallen, werde ich natürlich auch weiter benutzen. Ich muss mal schauen, ob ich das regelmäßig benutze. Ich bin eigentlich eine faule Maus, was den Haushalt angeht. Ne? Ich will es reinwerfen, dann gehe ich einmal mit der Bürste rum und dann ist es vorbei. Hier musst du das so ein bisschen aufweichen. Da muss ich mich nochmal ein bisschen durchklicken. Durchklicken vor allen Dingen. Wir kommen mal hierzu. Das hatte ich mir schon mal gekauft. Ich glaube, im letzten Monat war das schon neu. Ich habe es aber nicht gezeigt. Ich habe es jetzt aber nochmal mitgenommen. Das ist von Wellmix, der Rossmann-Eigenmarke für Nahrungsergänzungs-Proteinprodukte, Sportprodukte. Ein durchsichtiges Whey-Getränk. 20 Gramm Protein pro Flasche. Das ist sehr, sehr viel für ein Getränk. Ist dabei von der Kalorienanzahl natürlich okay. 500 Milliliter haben 83 Kalorien. Nie unter 0,5 Gramm Kohlenhydrate und 20 Gramm Eiweiß. Es schmeckt so ein bisschen wie ein bisschen fruchtig,
Aber du merkst natürlich, dass es ein Eiweißgetränk ist. Falls ihr viel Sport macht, euren Eiweißbedarf hochzukriegen, hat das mir aber gut gefallen. Ich habe es auch sehr gut vertragen und es ist laktosefrei. Auch das ist immer so ein bisschen problematisch bei Eiweißen. Aber das habe ich jetzt mal mitgenommen wieder, weil mir das sehr, sehr gut getan hat. Und wenn ich das Problem habe abends, dass ich meine Proteine nicht erreicht habe, aber schon meinen Kalorienbedarf gedeckt habe, so gut wie, dann fange ich nicht noch an, was zu kochen, sondern dafür ist das dann eigentlich sehr, sehr gut. Okay, wir kommen mal zum Produkt, was ich wirklich gar nicht verstehe. Also ich finde, Nachhaltigkeit ist super, super wichtig, aber es hat Grenzen. Sobald ein Produkt nicht mehr praktisch ist, ist es dann noch sinnvoll, ein nachhaltiges Produkt zu machen. Es ist, glaube ich, so eine Gratwanderung, wo viele Marken jetzt erstmal schauen müssen, wie kann man nur Produkte nachhaltiger verpacken. Verpackungsmüll ist ein großes Problem bei Nachhaltigkeit und ich habe das hier gefunden. Noch nie was von der Marke gehört. Ben und Anna Natural Care, eine Deo-Creme. Fand ich mal ganz spannend, eine Deo-Creme auszuprobieren. Ich habe aber erst zu Hause verstanden, dass die Verpackung aus Polypotato ist, aus Kartoffelstärke. Erstmal, es fühlt sich so ein bisschen rau an. Und das Problem ist, hier steht drauf, bei Zimmertemperatur aufbewahren, nicht auf gereizte Haut auftragen, nur für axilläre Anwendung, also unter den Armen. Und die Verpackung darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Na, was glaubst du denn, wo ich mein Deo auftrage? Nicht im Backofen, sondern im Bad. Wir probieren es jetzt mal aus. Erstmal, es ist eine coole Sache eigentlich, aber es ist... Du hast die Creme. Sie ist sehr, sehr fest. Du musst sie so ein bisschen warm machen und mit deinem Nagel rausholen und dann musst du sie verreiben. Ich mag das ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich bin meistens eher so ein Freund von so einem Roll-on-Deo oder einem Spray-Deo wie dem Barbershop-Produkt. Aber ich will jetzt mal was ausprobieren. Was passiert, wenn es denn mit Wasser in Berührung kommt? Ich vermute, es löst sich auf. Ja. Und zwar instant wird es weich und klebrig. Also, es löst sich nicht direkt auf, aber es verändert sofort. Schaut mal, ich kann es hier sofort kaputt machen. Ich glaube, da würde ich bei solchen Produkten eher auf so ein Metalldöschen gehen. Ist auch gut recycelbar. Und das ist ein 40 Gramm. Das braucht eine Weile, bis du das benutzt. Und wenn ich mir vorstelle, ich verreise vielleicht viel und packe das in meine Waschtasche und da läuft irgendwas aus und ich bin gerade, weiß ich nicht, in Timbuktu, dann ist die Verpackung im Eimer, dass die ganze Waschtasche ist voll mit grünem Kartoffelbums. Oder du musst dich halt konzentrieren, dass du wirklich ganz, ganz trockene Hände hast. Aber das ist mir schon wieder zu viel Aufwand, um Deo aufzutragen. Ja, dann greife ich lieber zu einer Deo-Creme, falls ich das möchte, die vielleicht in einem Glastiegel ist oder die vielleicht in einem Metalldöschen ist. Den Schutzaspekt kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe heute auf dieser Seite einmal die Deo-Creme aufgetragen, auf dieser Seite mein anderes Deo, einfach um das zu schauen. Ich schreibe euch vielleicht hier einmal hin, ob ich einen großen Unterschied gesehen habe. Wir kommen zu Augenbrauen und das ist schon, also im Moment, mir ist aufgefallen, ich glaube, die letzte Lidschattenpalette, die Maybelline und L'Oreal rausgebracht haben, ist 2019 gewesen. Und der Fokus ist fast nur noch auf Lippen und Mascara. Und das ist ein bisschen langweilig für mich, das sind aber die Produkte, die natürlich am besten funktionieren. L'Oreal hat jetzt ein Augenbrauen-Gel rausgebracht, was sehr, sehr gut ist. Und Maybelline hat jetzt auch eins rausgebracht, das Super Lock Brow Glue. Das ist ohne Farbe, das ist ein recht transparentes Gel. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Gatubi Augenbrauenkleber. Es funktioniert ganz gut, es ist aber von der Festigkeit her bei weitem nicht so wie beispielsweise das Brow Freeze, das von Manhattan oder auch das von L'Oreal. Also wenn ihr wirklich nur so einen Hauch an Fixierung haben wollt oder vielleicht für Babyhärchen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Es hat auch bei mir nicht geweißelt. Kann ich mir gut vorstellen, um es mal so zwischendrin vielleicht zu benutzen, um mal ein bisschen Form auf die Augenbrauen zu kriegen. Und auch hier ein guter Vorteil. Es hat meine Foundation da drüber, oder also ich habe erst die Augenbrauen gemacht und dann die Foundation. Die Foundation hat sich dann nicht so komisch verhalten. Es gibt neue Lippenprodukte von Bad Moms J. Das ist eine Rapperin, die hatte schon mal Lipglosse rausgebracht. Da mochte ich die Verpackung nicht so, aber die Textur mochte ich sehr gerne. Und ich habe alle gekauft. Sehr teuer. Fand ich das. Also für ein Drogerieprodukt 13,95 Euro, glaube ich, der Liquid Lipstick und 9 Euro für den Lip Liner. Fand ich schon viel von einer Marke, von der wir noch nicht so viel kennen. Ich blende euch hier mal die Swatches ein. Es riecht, ich rieche halt im Moment nicht so viel, recht neutral, würde ich fast sagen. Aber ich fand die Farben der Lip Liner ziemlich gut. Vor allen Dingen die Farbe Punchliner. Das ist fast ein Grau. Erstmal, du kannst es rausdrehen, du musst es nicht anspitzen. Sehr, sehr cremig. Sehr gut pigmentiert. Also das geht super schnell und sehr dunkel. Es gibt natürlich auch etwas tragbarere Farben, aber ich mag ja diese 90s-Lippe total gerne. Und ich kombiniere jetzt dazu mal die Farbe What Rules. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Vielleicht ist der Lip Liner ein bisschen zu dunkel. Und in die Mitte gebe ich noch die Farbe Mein Problem, was ich damit habe, ist es noch... Also
Brauchten wir noch Liquid Lipsticks? Wir lassen es mal ganz antrocknen und schauen mal, wie das funktioniert. Verpackung gefällt mir sehr, sehr gut. Bad Cosmetics hier mit dem Hot Foil Print mit drauf. Es ist schon on brand, aber mir tut so ein bisschen leid, dass da so wenig drüber gesprochen wird. Ich glaube, sie macht auch nicht so viel Werbung dafür. Aber vom ersten Eindruck her sehr gut. Es trocknet jetzt auch gerade runter. Die Lip Liner wirklich ganz, 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 ganz tolles Feeling auf den Lippen. Halten sehr gut bei den Liquid Lipsticks. Es sind Liquid Lipsticks am Ende des Tages. Ne? Ich glaube, da ist mittlerweile der Formulierungsfortschritt einfach auch schon so weit fortgeschritten, dass man da nicht mehr so viel falsch machen kann. Ich kombiniere bei Liquid Lipsticks eigentlich immer ein Lipgloss. Wir hüpfen mal ein bisschen zur Pflege und da hat Schebens ist im Moment wieder, ne, die kommen im Moment wieder gut raus. Die haben hier das Koffein-Augenkonzentrat rausgebracht. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht getestet. Das sind 5 kleine Kapseln in vegan mit Koffein und Meerfenchel, die dafür sorgen sollen, dass die zarte Augenpartie mit intensiver Feuchtigkeit versorgt wird und kämpft gegen Anzeichen von Müdigkeit. Koffein und Meerfenchel formulierte Rezeptur wirkt hautberuhigend und stimuliert die Mikrozirkulation der Haut rund um die Augen. Muss ich mal ausprobieren. Sowas würde ich tatsächlich eher am Abend benutzen, glaube ich, als unter dem Make-up oder morgens. Ja, wobei, muss man mal ausprobieren. Ich erinnere mich, dass früher, ne, also so die erste Pflege, die ich gekauft habe, war immer in diesen Kapseln. Ist das noch so ein Ding bei vielen von euch? Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt mir mal euer Feedback zu diesen Konzentratkapseln. Was bei Lea hatte, 100 verschiedene davon. Und da war die Dupe-Polizei wieder unterwegs, hat Schebens die Gold-Hydrogel-Augenpads rausgebracht. Und die sind nicht nur von der Form sehr, sehr klein, aber die sind auch von dem, ich habe die schon probiert, die sind von der Struktur her fast 1:1 so wie die von Annemarie Burnett. Haben mir sehr gut gefallen, hat sehr gut unter Make-up funktioniert, würde ich wieder kaufen. Die Verpackung fühlte sich nur sehr, sehr fipselig an, muss ich sagen. Also es ist ganz, 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 ganz dünn. Die Pads waren sehr dünn, sind nicht verrutscht, aber sie waren sehr klein. Also es sind jetzt nicht so super große Pads gewesen, sondern du kannst sie fokussiert auf deine Augen legen. Und die würde ich mir tatsächlich wieder kaufen. Haben mir sehr, sehr gut gefallen heute Morgen. Und wir packen noch etwas auf den Liquid Lipstick. Der fühlt sich sehr gut an. Er ist nicht ganz runtergetrocknet, aber er sieht sehr, sehr matt aus, was ich sehr gut finde an der Formulierung. So ein bisschen abfärben finde ich tatsächlich in Ordnung, wenn die Lippen nicht so trocken sich anfühlen. Ne? Kylie Cosmetics, hulalala, das ist ja trocken wie der Streuselkuchen beim Bäcker. Ich gebe dazu immer gerne ein Lip Oil oder ein Lipgloss mit rüber und Manhattan hat sehr, sehr viele sehr gute rausgebracht. Ich habe mich jetzt hier für die Farbe Berry Pink entschieden, kommt mit sehr, sehr großes Füßchen, sehr viel Produkt mit drin und das einfach ein bisschen rüber, für ein bisschen Gloss, für ein bisschen Pflege. Ich mag die sehr, sehr gerne. Die trocknen die Lippen auch nicht aus. Gibt es in verschiedenen Farben. In Weiß, in Rot, sehr, sehr pigmentiert das Rot. Und in, ich glaube, so ein bisschen Glitzer oder so. Also gar nicht so schlecht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich bin gespannt, was ihr diesen Monat vielleicht noch bei Rossmann entdeckt habt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich habe hier auch schon die nächste Limited Edition vor mir rumstehen. Ich werde das Video dann rausbringen, wenn das an der Zeit ist. Ihr süßen Mäuse, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.